So, und direkt rein in die nächste Folge. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Freitag, an dem wir hoffentlich einen Spieler verkaufen werden. Christiansen wird für 195.000 gehen, wenn das alles so klappt. Und dann können wir endlich ein Scouting-Netzwerk wieder aufbauen. So, wir geben jetzt hier die Pressekonferenz, um die Teammoral zu heben. Team ist glücklich. Ulmet ist aktuell so hart von außer Form. Und mir fehlen die Worte. Absolut. So. Teammoral glücklich. Und damit geben wir jetzt rein gegen Viktoria Köln. Die spielen noch mit einer Dreierkette. Alter, die werden cocky, die Mannschaften gegen uns. Die werden richtig cocky. Irgendwann spielen die mit 10 Mann im Sturm. Weil die wissen, brauchst ja nichts anderes gegen Ulmet. Komm, wenigstens ein schöner Wochenabschluss. Gönn ihn mir, Spiel. Gönn ihn mir. So. Zack. Hoi, oi, 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 oi. Ja, immerhin schon mal. Ne? Erste Chance. Kann so weitergehen. Jawohl, schön dazwischen. Ja. Arnold kommt nur so halbwegs an den Ball. Martin kommt nicht in den Zweikampf und Arnold steht goldrichtig, um den Schuss zu blocken. Sehr, sehr gut. Martin vom Pfosten weg. Ah, okay. Da täuschen sie an, dass sie kurz spielen. Habe ich auch noch nicht erlebt. Was? Okay. Ich wollte schon sagen, wen habe ich denn da jetzt bitte gefoult angeblich? Ja, da wurde lang leider belagert von 3 Spielern. Das war dann nicht mehr ganz so prickelnd. Zimmermann macht die Mitte dicht. Sehr gut. Jansen. Auf Gnase, Zimmermann. Jetzt können wir über die linke Seite mal was versuchen. So. Ah, zu schwach. Zu schwach von Peters. Aber schöner Spielzug erstmal. So, lang. Macht da links ein bisschen dicht. Lasse muss jetzt mal über die linke Seite. Jansen. Oh, Jansen gewinnt aber den Zweikampf nicht zu 100%. Ah, da geht's nach außen. Schön. Zimmermann auf Jedet. Blocken, blocken. Arnold fängt das Ding ab und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. So, Kadlec. Boah, Peters. Ah, schade. Schade, schade. Oh, Freistoß für uns. Ja, nee, wird nichts von Lasse, aber wir hauen einfach mal drauf. Kam immerhin. Boah, langsam. Kam immerhin auf Tor, das Ding. Oh, Zimmermann, jetzt zünd den Turbo. Der geht. Martin, lass Zimmermann in die Mitte ziehen. Oh, dran vorbeigerutscht, nicht gut. Oh, Zimmermann, sehr schön vom Ball getrennt. Ja, okay. Da stehen sie leider sehr zentral, sehr gut. Oh nein, oh nein, oh nein, Edlev. Danke. Den viermal dankt, Minjung. Noch steht's hier 0-0 gegen Viktoria Köln.
Und das ist gerade auch eine absolute Teamleistung, dass es hier noch 0-0 steht. Da kann man sich nicht bei nur einem bedanken. Ich meine, es ist auch kein schlechtes 0-0 momentan. Also, wir haben unsere Chancen. Und jetzt Lasse. Lasse, mach ihn. Und Lasse macht ihn. 1-0 für den SV Ulmet. Wir gehen mal wieder in Führung. Sehr schön gespielt. Lasse mal wieder mit einem Tor. So. Auf geht's. Edlef? Respekt. Respekt, mein Jung. Oh, Cutledge. Das war zu schwach. Der hätte ein bisschen weiter nach vorne gehen dürfen, der Ball. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Edlef. Okay, dass wir das 1-0 bis zur Halbzeit bekommen haben, können wir jetzt wirklich Edlef verdanken. Komm schon. Ich will doch nur ein Spiel gewinnen. Lasse, 1-0. Arnold, macht's nicht. Martin. Martin blockt. Ah, Gnase mit dem Kopf noch hin, kriegt Arnold. Oh, dass wir da den Ball behalten haben, ist mehr als Glück. Peters. Ja, kriegt den Ball nicht sauber auf Lang, aber zweite Chance. Lang geht durch. Oh, geblockt. Zünd den Turbo. Nee, kommt Kaletsch nicht ran. Aber er flext immer in den Spieler noch weg. Auf jedes. Komm schon. Mach dicht hier, Zimmermann. Mach dicht. Das ist jetzt nicht den ihr Ernst. Es ist nicht wieder ein Elfmeter. Das ist so belastend, ey. Warum sind es immer die Elfmeter? Vor allem, ich bin da jetzt ja wirklich nicht hart in den Zweikampf gegangen. Ich bin ganz normal da reingegangen. So, Jansen, mach dicht. Zieh doch weiter durch. Alter, wäre das Ding reingegangen. Uiuiui, dann wäre Polen offen. Oh, so. Ui, 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 ui. Nee, nee, nee. Du kriegst denen den Ball nicht abgenommen, ne? Wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. So, Zimmermann. Jetzt hier mal der Pass. McCowett wird da absolut umgeholzt. Okay, kriegt er noch, kriegt er noch. Abseits. Ich glaube, Peters wäre auch im Abseits gewesen, aber schöner Spielzug mal wieder. Boah, viel zu weit nach hinten. Ich meine, ja, Kopfballduell gewonnen, aber so machen wir da halt nichts raus, ne? Okay, jetzt kommen sie doch über die Seite hier. Ja, Weg hier mal zugemacht. Mittig nicht durchkommen lassen. Jawohl. Schön in den Zweikampf gegangen. Cutledge. Die kommen nicht mit, die Leute. Echt abseits. Ernsthaft. Christiansen, Cutledge, das kann ich mir nicht erlauben. Christiansen ist eh schon verkauft, der muss sich nicht mehr zeigen. Och. Und dann geht Peters nicht in den Zweikampf rein, ne?
Oh. Wechsel doch nicht den Spieler! Was machst du denn, FIFA? Warum? Warum hat das Spiel denn da jetzt den Spieler gewechselt? Dadurch wird's doch jetzt hier maximal gefährlich. Ey. Ja komm, Berger, du darfst rein. Lang, du hast deinen Soll erfüllt. Berger kann jetzt nochmal den Turbo zünden. Boah, Lasse, sehr schön ausgedribbelt. Und Peters. Peters zündet den Turbo. Er macht es! Er macht es! Mir fehlen die Worte. Ganz Ulm am Ausrasten. Peters nach der Ecke im Konter. Schön mitgelaufen. Lasse mit der Vorlage. 2-1. Boah, jetzt müssen wir verteidigen. Nee. Covid kommt nicht raus, damit Christiansen spielen kann. Jetzt wird hier verteidigt. Genau, zur Not muss gelegt werden. Und raus damit, Jansen, raus. Foul sogar noch. Abseits, schade. Aber sehr schöner Spielzug nochmal nach vorne. Und wir gewinnen. Seit einer Ewigkeit. Endlich mal wieder ein Spiel. Mit 2-1 gegen Viktoria Köln. Boah. Interview auf jeden Fall. Wir müssen die Teammoral wieder nach oben bringen. Ja, endlich ist die Niederlagenserie vorbei. So. Ja, manchmal braucht man einfach die Prise Glück. Das ist leider einfach so. Ich bin froh über den Sieg. Ich bin so froh über den Sieg. Bitte sehr. Interview habe ich gern gegeben. Boah, die Mannschaft hat es geschafft. Die Mannschaft hat es geschafft und damit sind wir nicht mehr Letzter. Ich habe auch die letzten Male gar nicht auf die Tabelle geguckt, weil ich wusste, wo wir standen. Und wir sind nicht mehr Letzter. Heilige, ey. Boah, ist das anstrengend. Nächsten Trainingseinheiten und danach geht's gegen Rot-Weiß Essen. Das ist das einzige Team, was unter uns ist. Da können wir uns jetzt vom letzten Platz ein bisschen abheben. Meppen, ihr kriegt garantiert erst recht nicht, Jansen. Was ist denn los mit euch? Ablehnen. Ihr habt da noch so einen anderen Spieler im Angebot, den könnt ihr euch kaufen. Oh ja, Christiansen. Wie viel hätte ich theoretisch für ihn kriegen können? Zeig mal. Oh, ah. Okay, so viel mehr hätte ich also gar nicht mehr rausholen können. 210.000 wäre der bestmögliche Deal gewesen. Transferangebot für Matti Arnold. Aber sowas von gerne. Ich habe gehört, ihr seid bereit, 195.000 für den zu blechen. Dachte ich mir. So. Und jetzt sollten wir auch die Kohle haben. Ich glaube, das wird einem nämlich direkt gut geschrieben. Mitteleuropa, Deutschland. Können wir immer noch nicht, weil uns die Mittel noch nicht gut geschrieben sind. Sehe ich das richtig? Ja, wir haben noch 3000. Okay. Sind sie uns jetzt gut geschrieben? Nein? Okay. Gut, dann. Ja, wahrscheinlich nach dem Spiel wird uns das irgendwie gut geschrieben. Und dann können wir endlich wieder Scouting-Netzwerk aufbauen und neue, junge Spieler ranholen. Boah, das ist anstrengend.
Das ist richtig anstrengend. Aber es macht doch irgendwie Spaß, diese Challenge zu haben. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wollt ihr mehr davon sehen, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, wenn es heißt From Zero to Hero. Bis dahin, macht's gut, macht's besser, haut rein. Ciao.